ich möchte den Dingen auf den Grund gehen, möchte sehen, wie funktionieren sie, was steckt drin. Das hat schon früh angefangen. Ich habe als Kind den Videorekorder auseinandergenommen, weil ich einfach gucken wollte, was steckt drin. Wenn ich das tue, kann ich sehr gründlich sein. Das heißt, ich gehe mit Sorgfalt vor, kann aber dabei auch ein großes Chaos verbreiten. Ich bin Entwicklungsingenieurin in der Automotive SSL Vorentwicklung. Mein erstes Aufgabenfeld bei Osram ist die Optiksimulation. Das heißt, ich lege Scheinwerferoptiken aus auf unsere Lichtquellen, damit wir diese in die spätere Applikation hinein optimieren können. Mein zweites Aufgabengebiet ist die Messtechnik. Die Messtechnik ist in den letzten Jahren immer wichtiger und auch immer mehr geworden. Wir müssen mit dem Technologiewandel Schritt halten. Das heißt, egal ob Halogenlampen, Gasentladungslampen oder auch LEDs und der Laser, wir können alles messen, wir haben alles Equipment hier und ganz neu haben wir eben jetzt als letztes das Laserlabor aufgebaut. Eine besondere Beziehung haben wir zur Automotive-Applikation, das ist unsere Nachbarabteilung. Wir frühstücken jeden Morgen gemeinsam, wir teilen uns das Messequipment, wir teilen uns die Laborräume. Das schafft nicht nur eine fachliche Zusammenarbeit, sondern auch auf persönlicher Ebene eben eine gewisse Affinität. Arbeit bei Osram ist wie ein Überraschungsei. Spannung, Spiel und Spaß. Oder in diesem Fall Spannung, Arbeit und Spaß. Es ist sehr viel Arbeit, eine neue Technologie voranzutreiben, aber es macht auch Spaß, denn man kann Kreativität einsetzen, man kann eigene Ideen einbringen und ist somit einfach immer ganz vorne mit dabei. In einem internationalen Konzern wie Osram ist die interkulturelle Zusammenarbeit ganz wichtig. Es gibt Communities online für jeden Themenbereich, wo man sich mit Kollegen aus anderen Business-Segmenten und auch aus anderen Ländern zusammentun kann. Man kann gemeinsam Probleme diskutieren, man kann sich neue Ideen ausdenken, man kann einfach gemeinsam arbeiten. Man kann aber auch persönliche Kontakte knüpfen und das ist ganz wichtig. In unserer Abteilung ist es keine Seltenheit, dass wir auch außerhalb der internationalen Projektteams mit Kollegen in den USA oder in China beispielsweise telefonieren, um uns auszutauschen. Gerade in einem großen Konzern wie Osram ist die Entwicklungsmöglichkeit der Einzelperson ganz wichtig. Es gibt ein sehr großes Fortbildungsprogramm und es wird gefordert und auch gefördert, dass man an den verschiedenen Seminaren teilnimmt, um sich fachlich, aber auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich denke, dass man im größten Chaos die besten Ideen haben kann. Das heißt, Osram zeigt mir, dass man auch zwei erstmal sehr unterschiedliche Eigenschaften wie Kreativität und aber auch Sorgfalt unter einen Hut bringen kann. Und das freut mich persönlich.